Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mit euch die Torsteuerung von Sommer RDC Vision Plus installieren und in Betrieb nehmen. Noch ein wichtiger Punkt, bevor wir mit dem Video beginnen. Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen sind die 5 Sicherheitsregeln der Elektrik zu beachten und natürlich sind solche Arbeiten auch nur von autorisiertem Fachpersonal auszuführen. Beginnen wir mit den Arbeiten, indem wir den Gehäusedeckel der Anlage öffnen. Dieses erfolgt durch Herausdrehen der Sicherungsschraube auf der Unterseite und durch vorsichtiges Anheben des Gehäusedeckels. Hier aber noch ein wichtiger Hinweis: Sollte die Anlage schon einmal in Betrieb gewesen sein, achtet beim Abnehmen des Deckels darauf, dass ihr das Flachbandkabel zwischen Deckel und Platine nicht abreißt. Sollte die Anlage noch nicht in Betrieb gewesen sein, so ist dieses Flachbandkabel noch nicht mit der Platine verbunden. Nach dem Öffnen des Gehäusedeckels kommen wir zur Verkabelung des Torantriebs. Hierbei noch ein wichtiger Hinweis: Die Kabel, die in den Torantrieb eingeführt werden, besitzen eine Gummidichtung. Diese muss vor der Installation auf die Kabel aufgebracht werden. Wird dieses vergessen, müssen die Kabel wieder abgeklemmt werden, um diese Gummidichtung aufzubringen. Also vergesst bitte nicht, so wie hier zu sehen, die Gummidichtung auf jedes Kabel aufzubringen. Beginnen wir im ersten Schritt mit dem Anschluss des Motorkabels. Das Motorkabel besteht aus 4 Adern. Zum einen die Ader PE Schutzleiter, diese ist grün-gelb. Als zweites der Neutralleiter, dieser ist blau. Und die beiden Steueradern für die Auf- und Abbewegung, diese sind braun und schwarz. Wir bringen nun diese 4 Adern auf den dafür vorgesehenen Klemmstein auf. Der Klemmstein kann von der Platine abgezogen werden. Dieses erleichtert uns das Arbeiten. Die 4 Adern werden an dem Klemmstein so angeschlossen, wie hier auf der Platine aufgedruckt. Alle Anschlusspunkte sind hier bezeichnet: PE, N, Auf- und Absteuerung. Hier noch ein wichtiger Hinweis: Sollte nach Anschluss des Steuerkabels der Motor falsch herumlaufen, kann dieses Problem sehr leicht behoben werden, indem wir einfach die beiden Steuerkabel, in unserem Fall schwarz und braun, einfach untereinander austauschen. Sind die Adern ordnungsgemäß mit der Platine verbunden, wird das Kabel noch mit der Kabelzugentlastung gesichert und die Abdichtung mit Hilfe der Gummidichtung hergestellt. Sollte das Garagentor über eine Unterschienenabschaltung verfügen, so wird die Unterschienenabschaltung an dieser Stelle angeschlossen. Hierfür bringen wir auch wieder unsere Gummidichtung auf das Anschlusskabel auf und verbinden die einzelnen Adern mit diesem Klemmstein. Die Anschlussfarben sind auf der Platine aufgedruckt und werden dementsprechend auf den Klemmstein aufgebracht. Auch hier ist nach Anschluss der Adern das Kabel mit der Zugentlastung zu sichern und die Gummidichtung einzubringen. Wichtig: Sollte keine Unterschienenabschaltung vorhanden sein, so muss der Widerstand, der sich im Gehäusedeckel der Anlage befindet, angebracht werden. Der Widerstand wird, so wie hier zu sehen, zwischen den beiden Kontakten an der Stelle 8K2 eingebracht. Ist das Rolltor mit einer Abrollsicherung ausgestattet, so muss diese auch mit der Torsteuerung verbunden werden. Wollt ihr des Weiteren wissen, wie so eine Abrollsicherung funktioniert? Schaut einfach hier oben unter das i, dort findet ihr das Video zur Abrollsicherung. Hier erkläre ich euch, wie eine Abrollsicherung funktioniert und aufgebaut ist. Um die Abrollsicherung anzuschließen, geben wir auch hier wieder auf das Kabel der Abrollsicherung unsere Gummidichtung. Das Kabel führen wir nun wieder zu unserer Torsteuerung. Um die Abrollsicherung anschließen zu können, muss zuerst die Brücke auf dem Klemmplatz ARS entfernt werden. An deren Stelle wird nun die Abrollsicherung angeschlossen. Die beiden Adern der Abrollsicherung können untereinander vertauscht werden. Auch das Kabel der Abrollsicherung ist wieder ordnungsgemäß über die Zugentlastung zu sichern und auch hier ist die Gummidichtung wieder in das Gehäuse einzudrücken. Kommen wir nun noch zum Anlernen des Antriebs. Hierfür verbinden wir den Antrieb durch Einstecken des Netzsteckers mit dem Stromnetz. Je nach Torstellung können wir nun die Auf- und Abtaste auf der Platine betätigen, um das Tor in die Mittelstellung zu bringen. Hierbei können wir auch noch einmal die Laufrichtung des Tores überprüfen. Sollte diese nicht stimmen, muss diese geändert werden. Dieses kann, wie vorhin schon erläutert, am Motoranschluss geschehen. Hierfür einfach das braune und schwarze Kabel untereinander austauschen. Ist der Laufweg korrekt angeklemmt und das Tor befindet sich in der Mittelstellung, trennen wir den Stromanschluss, indem wir den Netzstecker ziehen. Jetzt schließen wir das Flachbandkabel aus dem Gehäusedeckel auf der Platine an und verbinden die Steuerung wieder mit dem Stromnetz.
Durch Anschließen des Flachbandkabels an der Platine begibt sich nun die Torsteuerung in den Lernmodus. Nun kann der Gehäusedeckel geschlossen werden. Durch Betätigen der Auf-Taste beginnt der vollautomatische Lernmodus. Das Tor fährt nun während des Lernmoduses mehrmals auf und ab und die LED auf der Torsteuerung blinkt. Ist der Lernmodus abgeschlossen, leuchtet die LED oben auf der Torsteuerung dauerhaft. Wir können nun das Tor testen, indem wir einfach einmal kurz die Abtaste, die Stopptaste und die Auftaste betätigen. Ist eine Unterschienenabschaltung verbaut, können wir diese auch testen. Hierfür einfach das Tor kurz schließen. Während des Schließvorganges einfach mit zwei Fingern die Unterschienenabschaltung zusammendrücken. Ist hier alles korrekt angeschlossen, stoppt das Tor die Abwärtsbewegung und gibt das Hindernis durch eine Aufwärtsbewegung frei. Kommen wir zu guter Letzt noch zum Anlernen der Handsender. Um die Handsender anzulernen, öffnen wir wieder den Gehäusedeckel der Torsteuerung. Hierbei bitte wieder darauf achten, dass wir das Flachbandkabel zwischen Gehäusedeckel und Platine nicht abreißen. Wir betätigen auf der Platine die Taste mit der Bezeichnung Radio. Die rote LED mit der Bezeichnung CH1 beginnt zu leuchten. Wir betätigen nun am Handsender die zu programmierende Taste. Wird diese erkannt, bestätigt uns das die rote LED CH1 durch kurzes Blinken. Die Fernbedienung ist nach der Programmierung sofort einsatzbereit und kann auch sofort getestet werden. Haben wir weitere Fernbedienungen, können wir diese auf dieselbe Art und Weise anlernen. Nach erfolgreichem Anlernen der Fernbedienung ist der Gehäusedeckel zu schließen und an der Unterseite mit der Schraube zu sichern. Wenn ihr euch für das Installieren des Rolltores interessiert, das Video dazu habe ich euch hier unter das i gelegt. Klickt einfach hier oben auf das i und ihr kommt zu dem dementsprechenden Video. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Noch ein wichtiger Hinweis, dieses Video entstand in Zusammenarbeit mit der Webseite garagentorverkauf.de. Link zu den ganzen hier gezeigten Produkten unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.